Das Mal besuchen wir Griechenland, genauer gesagt die Insel Peloponnes. Über den Gotthard geht es Richtung Venedig, wo wir am Abend auf die Fähre einschiffen. Beim Auslaufen von der Lagunenstadt geniessen wir das grandiose Panorama einmal aus einem anderen Blickwinkel. Venedig liegt auf 118 Inseln und Pfölen und hat ungefähr 400'000 Einwohner. Der 99 Meter hohe Campanile überragt alle anderen Bauwerke. Nach einem guten Essen geht sie ins Bett, um am anderen Morgen früh das Schiff zu erforschen. Auf zwei unteren Decks haben unzählige Auto, Lastwagen und gar Platz. Am Abend wird der erste Zwischenhalt in Eugemenitsa in Nordgriechenland gemacht.
Die Passagiere verfolgen mit Interesse das Ein- und Ausschiffen von den verschiedenen Vehikel. Nach einem halbstündigen Halt geht es schon wieder weiter. Am Morgen müssen wir schon früh aus den Federn. Wir sind in Patras angekommen. Nach der Landung in Patras fährt unsere Rundreise an. Zuerst besuchen wir Olympia, über Tripolis, die Hauptstadt von Arkadien, fahren wir in unser Hotel, wo wir ein paar Tage bleiben. Am nächsten Tag besuchen wir die Hauptstadt von Griechenland, Athen, und gegen oben den Kanal von Korinth. Nach einer weiteren Nacht fahren wir nach Epidaurus, dann besuchen wir das schöne Städtchen Napoleon. Ein kurzer Besuch in Mykene und zurück ins Hotel. Am vorletzten Tag geht es über Theben. Der Mittagshalt ist in Arachova. Nach dem Essen ein Besuch in Delphi und weiter geht's. Ein Kaffeehalt in Naupactos, ein kleines Städtchen an der Küste. Mit der Fähre gehen wir zurück nach Patras. Wir nehmen die Küstenstrasse, die am Ionischen Meer entlang führt. Bald haben wir das antike Olympia erreicht. Der Ursprung der Olympischen Spiele. Olympia liegt am südlichen Fuss des Knossos-Hügel. Überall sehen wir Restaurierungsarbeiten.
Vom Stadiontor geht es ins 310 Meter lange Stadion. Ausgrabungen im Jahr 1896 haben die Wiederbelebung der Olympischen Spiele bewirkt. Im 6. Jahrhundert vor Christus ist hier der Fünfkampf durchgeführt worden. Der Lauf- und Weitsprung, Diskus- und Speerwurf, Ringen, Schwerathletik, Ross- und Wagenrennen und der Waffenlauf. Im Stadion hatten 40'000 Zuschauer Platz und heute weiss man noch, wie der erste Sieger im Jahr 674 vor Christus geheissen hat. Der Kovibos ist dazumal mit einem Lorbeerkranz gefeiert worden. Der Zeus-Tempel ist ums Jahr 470 gebaut worden und durch ein Erdbeben im 6. Jahrhundert zerstört worden. Im 7. Jahrhundert war das Leben in Olympia schon vorbei. Vergessen hat man diese Stadt aber nie. 1829 hat ein Franzose mit über 100 Arbeitern Olympia ausgegraben, womit bis zu einer 4 Meter hohen Erdschicht zugedeckt war. Ein paar Eindrücke von unserem Hotel, wo wir ein paar Nächte übernachten. Das Wasser ist Ende September immer noch 25 Grad warm. Ein reichhaltiges Buffet verwöhnt und stärkt uns für den nächsten Tag. Heute besuchen wir die Hauptstadt von Griechenland, Athen. Ja,
Auf dem 156 Meter hohen Felsen ist die heilige Stelle der Antiken, die Akropolis. Viele Aufführungen und Konzerte finden im Theater Odeon vom Herodes Atticus statt. Der Parthenon ist während der Jahrhunderte schon ein paar Mal zerstört und plündert worden. Aber immer ist wieder aufgebaut oder renoviert worden. Das Nationalmuseum muss man besuchen, wo viele antike Gegenstände ausgestellt sind. Die meisten Ausstellungsstücke hat der Deutsche Heinrich Schliemann gefunden und ausgraben. Rund um die Akropolis liegt die Stadt mit 4,3 Millionen Einwohnern. Die Bauten auf der Akropolis sind zwischen 467 und 406 vor Christus gebaut worden, also nur innerhalb 60 Jahren. Die Geschichte der Stadt Athen geht bis 3 Jahrtausend vor Christus zurück. In der Plaka, der Altstadt von Athen, wird gelädelt und der Hunger gestillt. Autos, wenn es nicht allein.
Nach der Stadt Athen gibt es gerade noch einen Höhepunkt, den Kanal von Korinth. Aber zuerst fahren wir noch ein Stück in der Küste nach. Die Idee zum Kanalbau hat man schon im 6. Jahrhundert vor Christus gehabt. Der Kaiser Nero hat schon angefangen zu graben. Realisiert wurde ist der Kanal erst im Jahr 1882 bis 1893. Der schnurgerade Kanal von Korinth mit einer Länge von 6,3 km. Trennt das Festland vom Peloponnes. Fünf Brücken überspannen den Kanal von Korinth. Die Felswände sind bis 76 Meter hoch. Nach der Durchfahrt vom Kanal geht es direkt ins nächstgelegene Hotel. Heute geht es ein Stück weit in der Küste nach. Ein kurzer Halt, um die Aussicht zu geniessen. Ein bisschen paradox, aber hier unten ist eine Fischzucht. Griechenland hat 11 Millionen Einwohner und ist dreimal grösser als die Schweiz.
Ein kleines, aber sehenswertes Museum ist in Epidaurus. Vor dem Museum steht eine Büste von Kaffandias. Der hat in Epidaurus die meisten Ausgrabungen gemacht. Das Theater von Epidaurus ist das best erhaltene Theater von ganz Griechenland, schon wegen seiner Akustik berühmt. Doch kann man auch in der 55. Reihe, 22 Meter über der Bühne, jedes Wort verstehen. Das Theater ist 350 vor Christus gebaut worden und hat Platz für 15'000 Zuschauer. Der Dimitris Mekropoulos war ein berühmter Komponist und Dirigent der Philharmoniker. Viele Jahre ist er in diesem Theater auftreten. Eine kleine Stadt am Golf von Argos ist Nafplion. Sie ist anno 1828 für 6 Jahre die erste Hauptstadt des befreiten Griechenland.
Eine alte Dampfbahn, die heute noch eins bis zweimal in der Woche fährt. Überall im Städtli stehen Denkmale von griechischen Freiheitskämpfern. Totenmaske vom Agamemnon, der König von Mykene, ist hier gefunden worden. In Mykene fällt einem sofort die Kyklopenmauern auf, die nur aus groben, unregelmässigen Steinblöcken bestehen. Das Löwentor besteht aus 4 grossen Steinblöcken. Der oberste ist allein schon 20 Tonnen schwer. Von diesen 2 Löwen fehlen leider Köpfe. Die Köpfe sind wahrscheinlich früher aus Bronze, Silber oder Gold gewesen. Da sind vor über 3000 Jahren Häuser, Werkstätten, Paläste, Tempel, Königsgräber und vieles mehr gestanden. Auch hier hat Heinrich Schliemann Graben und kostbare Sachen gefunden. Da sind Mitglieder der Königsfamilie begraben worden. Der Tote ist in Tücher eingewickelt und auf einen bloßen Boden gelegt worden. Umgeben mit Geschenk. Mit Erde haben sie den Eingang zugeschüttet. Beim nächsten Toten der Königsfamilie ist alles wieder ausgegraben worden. Die Überreste vom vorhergehenden Toten sind in einem Tongefäß an die Wand angestellt worden und die nächste Leiche ist an Boden gelegt worden. Dank dem milden Klima wachsen hier Oliven und Zitrusfrüchte. Im Bergstädtli Arachova gibt es einen kurzen Kaffeehalt. Delphi ist der bedeutendste Ort von Griechenland. Die Ausgrabungen liegen am Berghang vom Parnassos. Da sind Tempel, Schatzhäuser und Theater am steilen Hang gebaut worden.
Das ist ein Omphalos und stellt den symbolischen Nabel und Mittelpunkt der Welt dar. Der 2,30 Meter lange Stier war früher ganz aus Silber, Gold und Kupferblech gemacht. Das berühmteste Ausstellungsstück vom Museum ist der Wagenlenker von Delphi. Die lebensgrosse Statue besteht aus 7 Teilen und ist 470 vor Christus gemacht worden. Vom Wagen und den 4 Ross gibt es nur noch Bruchstücke. Die Menschen in der Antike haben Delphi als Mittelpunkt der Welt angeschaut. Nie wie in Delphi gibt es so viele Mythen, also Sagen und Legenden. Unzählige Götter und Göttinnen gibt es in der Sagengeschichte der Griechen. Einige der bekanntesten sind Zeus, Hera, Kronos, Rhea, Athene und Hermes. Im 11'000 Einwohnerstädtchen Naupaktos gibt es auch einen Halt. Auf dem Platz steht ein Denkmal für einen griechischen Held aus dem Unabhängigkeitskrieg gegen die Türken. Mit der Fähre überquert man den Golf von Korinth, um am Abend in Patras wieder einzuschiffen. Es geht nicht mehr lang und die Fähre wird überflüssig. Θάλασσα μονάχα κι ουρανός σύννεφα σκεπάσαν το λιμάνι έγινε η αγάπη μας καπνός πέταξε ψηλά και ποιος τη φτάνει έγινε η αγάπη μας καπνός πέταξε ψηλά και ποιος τη φτάνει.
καρδιά στο καλό. Πήραν τις αγάπες μας και πάνε. Am Abend gehen wir in Patras wieder einschiffen. Die Fähre, die von Triest kommt, hat Verspätung. Und so gehen wir erst am Morgen um 1 ins Bett. Am frühen Morgen wird in Igoumenitsa angelegt. Eine kleine Stadt mit 11'000 Einwohnern. Aber immer mehr Türken brauchen die Fähre, um von Igoumenitsa quer durch Griechenland bis nach Istanbul zu fahren. Nach 2 Stunden Fahrt gibt es den nächsten Halt, die griechische Insel Korfu mit der gleichnamigen Hauptstadt, die 32'000 Einwohner hat.
Weil ein Schiff ausgefallen ist, gibt es recht viele Leute und Fahrzeuge, die auch mit uns mitkommen wollen. Die Fähre von der Anne Kleins hat 12 Decks, ist 176 Meter lang, macht 46 Stundenkilometer und hat Platz für 3000 Passagiere und 1300 Fahrzeuge. Thank you.
Wieder ist eine schöne, abwechslungsreiche Reise zu Ende gegangen und mit vielen neuen Eindrücken geht es heim zu. Nannik Meier, der Lackaff probiert doch schon lange ihre Mutter abzuschleppen. Betreib jetzt nicht kurz. Ach, das sind Herr Schwarz seine lebhaften Fantasien. Ja, meinen Sie, es sei wegen den blauen Augen, dass er mit der Velo auf ein Kreuz fährt? Ein Segelturn, Kurt, ein Segelturn, nicht ein Kreuzfahrt. Im Ernst? Jo, Herr Berlusconi!